Wenn es Karl Lauterbach nicht gäbe, wäre mein Leben als Rhetoriktrainer und Redner ziemlich schwer. Ich müsste einen wie Karl Lauterbach erfinden oder parodieren, um dem Publikum zu zeigen, wie man redet, wenn man im falschen Film ist. Ein Mann, der seine Rolle nicht spielen will, obwohl er für seine Rolle bezahlt wird. Und diesen Impfstoff zu beschaffen, die also Länder in die Lage, also das wird die Grundlage wichtiger Entscheidungen sein. Damit habe ich begonnen, damit hat das Haus begonnen. Das vielleicht also als, also also die also derzeit zu beobachtende also hohe Inzidenz in also in den am letzten Sonntag, also am letzten Samstag sogar. Die Präsenz von Karl Lauterbach ist nahe null. Jemand, den man ansieht, der will gar nicht wirken. Wir hatten es uns gewünscht, ja, wir hatten es uns erhofft, dass es anders verlaufen würde. Es ist aber nicht so gekommen. Jemand, der es einfach sagt, wie es ist und mehr nicht und glaubt, das ist es dann. Ich weiß, dass die Arbeit dieser Tätigen nicht vergleichbar ist mit also Bürojobs. Das ist nicht vergleichbar mit also, Jobs, wo man geregelte Arbeitszeiten hat. Sie gehen zum Teil ins Risiko. Der Sprechstil ist genuschelt, könnte man sagen. Extrem schlechte Artikulation. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Auch dieses linksrheinisch-weinerliche wird von vielen gemocht. Aber die Frage ist wieder, passt das alles in die Rolle? Meine Antwort ist nein.